Hallo und herzlich willkommen bei Videoaktiv. Wir machen heute einen Test von einem Einbeinstativ, das, wie man sieht, von alleine steht. Und was es damit auf sich hat, das erkläre ich euch jetzt. Der Liebeck HFMP, so heißt eigentlich das Stativ, dessen Besonderheit hier unten dieser Druckschalter ist, der einmal dafür sorgt, dass ich eben das Einbeinstativ auch mal so stehen lassen kann, wobei man dann schon den Fuß zur Sicherheit drauf haben sollte. Und zum anderen eben, man schaltet diese Ebene frei und kann dann die Bewegungen durchführen, die man macht. Welche Aufnahmen man damit hinbekommt, das zeigen wir euch im Anschluss. Obendrauf sitzt der Liebeck THX-Kopf. Dieser Kopf, der hat zwei, also einmal die Schwenkebene, einmal die Neigeebene und hat eine Dämpfung drin, die allerdings nicht rasterbar ist und es ist auch kein Counterbalance drin. Das ist also ein relativ einfacher Videoneiger, der aber auf diesem Kopf ganz gut funktioniert. Diese Achse hier ist ein bisschen fest, ist aber im Laufe des Tests jetzt schon etwas flüssiger geworden. Man kann damit arbeiten. Auch diese Neigeachse ist sehr schön gedämpft. Das Stativ ist natürlich nicht wirklich für Videodrehs am Set gedacht, sondern viel eher für den Reportageeinsatz. Deshalb kann ich mit dem Stativ auch eine relativ hohe Höhe erreichen, um über die Journalistenmeute hinweg filmen zu können. Dann kann ich mir hier mein Display nach unten drehen und kann noch arbeiten. Auch dafür ganz praktisch, dass ich eben mit dem Fuß unten drauf stehen kann und entsprechend das Ganze hier noch stabil halten kann. Ich muss nicht die ganze Zeit mit am Stativ bleiben, sondern ich kann es auch so stehen lassen. Und das ist tatsächlich für ein Einbeinstativ was Besonderes. Ja, welche Testaufnahmen wir damit gemacht haben und was wir in der Praxis damit gemacht haben, das zeigen wir euch jetzt, zumindest ein paar Ausschnitte. Und dann bleibt einfach dran. Ich glaube, wir haben gezeigt, man kann mit dem Stativ sehr gut und sehr schnell arbeiten und genau darauf kommt es bei einem Einbeinstativ auch an. Man kann also schnell auch wieder vom Platz verschwinden oder beziehungsweise an einem neuen Platz das aufbauen. Deshalb haben wir ein ganzes Stativ-Spezial gemacht mit einem System, das Kran und Slider ersetzt, mit einem Schienensystem, Dreibein-Stativen. All das kommt hier noch auf unserem YouTube-Kanal. Also abonniert diesen und schaut in unsere Zeitschrift rein, denn da stehen weitere Ergebnisse und natürlich das, wann brauche ich welches System. Wir versuchen das alles sehr übergreifend zu behandeln und ich freue mich auf euch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.